Hopcast, der Craft Beer Podcast. Also es ist tatsächlich so, dass ich versuche, wenn ich jetzt auf so eine Verkostung gehe, und ich hatte ja auch eine längere alkoholfreie Zeit dieses Jahr, meine Leber schon ein bisschen vorzubereiten. Weil die Leber spendet ja Enzyme und sorgt dafür, dass dann der Alkohol abgebaut wird. Und hätte ich jetzt 6 Wochen nichts getrunken, würde ich jetzt ein Bier verkosten. Also wäre ich schon lattenstramm und würde hier nur noch lallen. Aber wenn die Leber so ein bisschen quasi angeschmissen wurde, der Motor läuft, die Enzyme werden produziert, funktioniert das besser. Das ist auch Betriebstemperatur. Genau. Was hast du denn heute Morgen gefrühstückt? Aber heute Morgen nicht, also tatsächlich nicht. Aber wenn man so 1-2 Tage vorher immer so ein bisschen was trinkt, gestern hatte ich einen Helbing Basil Smash, der war sehr lecker. Und erfahrt ihr, wie es geht? Hab ich in der Trinkkultur ein bisschen hochgefahren. Das funktioniert auf jeden Fall also ganz gut. Dein Körper ist dann einfach so ein bisschen besser vorbereitet. Man kann auch viel Magnesium, Nährstoffe und sowas zu sich nehmen, gesund ernähren, klar. Und vor der Verkostung schön fettig essen, weil das Öl oder das Fett leitet deinen Magen so ein bisschen aus und deine Schleimhäute. Dadurch wird der Alkohol nicht sofort aufgenommen im Blut oder nicht so schnell ins Blut aufgenommen. Deswegen kann man auch mehr trinken.